Jo Leute, wenn ihr genauso viel Geld und Level haben wollt in GTA 5 Online, aber keinen Bock habt, Glitches zu machen, dann könnt ihr euch auf dieser Seite, Link ist in der Videobeschreibung, einfach euer Wunschpaket zusammen bestellen, also wie viel Geld und Level ihr haben wollt. Kennst du einfach das Geld auswählen, kennst du auch die Unlock All Funktion auswählen, natürlich immer wichtig den Bandschutz auswählen und dann natürlich noch das Wunschlevel dazu, was ihr halt haben wollt. Und dann ist noch krass, ihr könnt einfach den Rabattcode WASAG eintippen und ihr bekommt einfach 10% Rabatt. Ihr seht, kriegt einfach 10% Rabatt auf eure Bestellung. Jo Leute, im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich meinen neuen eigenen Money Job beitrete. Dieser Money Job ist wirklich krass, ihr bekommt einen Haufen Geld. Wenn ihr in diesen Job eingeladen werdet, ignoriert einmal den Geldhaufen am Boden und müsst einmal auf diesen Fünfer hochsteigen. So, wenn ihr jetzt auf den Fünfer hochsteigt, geht ihr wie über den Fünfer in die Brücke eine und ihr werdet sehen, 10.000 geht da in einer Millisekunde, das geht unendlich lang so weiter, bis ihr den Job beendet oder abschließt. So, auf jeden Fall, wenn ihr in diesen Job eine wollt, müsst ihr dieses Video liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren, kommentiert eurem PSN, Social Club oder Xbox-Name so oft ihr könnt in die Kommentare und schon könnt ihr eingeladen werden, weil jeden Tag um 18 Uhr gehen Einladungen raus. Und ja, dann würde ich sagen, gönnt euch diesen Money Job auf jeden Fall, nehmt daran teil. Leute, aber wirklich krasse Sache für euch. Und zwar sponsert mein Partner Afix Gaming 10 Money Boosts von 500 Millionen GTA-Dollar. Alles, was ihr tun müsst, um einen von diesen 10 Money Boosts zu gewinnen, ist, ihr müsst mir auf YouTube abonnieren, müsst mir auf Instagram abonnieren und müsst Afix Gaming auf Instagram abonnieren. Wenn ihr das getan habt, dann schreibt ihr einfach euren Instagram-Name in die Kommentare eine, sodass ich euch kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen habt. Und die Links, was ihr abonnieren müsst, findet ihr direkt am Anfang in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich heftigen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so pro Sekunde zwischen 8.000 und 15.000 GTA-Dollar bekommt. Komplett random. Also, und das läuft ewig lang, bis ihr die Sitzung verlasst. Also, ihr könnt es dann mit einem Haufen Geld machen. Das heißt, ihr macht den Glitch einmal, dann bindet ihr Bundle um euren Controller so, dass ihr dauerhaft in den Kreis geht und dann kriegt ihr einfach die ganze Zeit, bis ihr die Lobby verlasst, 8.000 GTA-Dollar in der Sekunde. Das ist wirklich ein Haufen Geld und würde jedem von euch empfehlen, dass ihr den nachmacht. Das einzige Problem bei dem Glitch ist, er ist nicht ohne alles. Das heißt, ihr braucht eine gewisse Grundvoraussetzung und zwar müsst ihr Level, glaube Level 25 oder so sein und ihr braucht eine persönliche Garage, also ihr braucht eine Garage, könnt ihr eigentlich schon für 30.000 die günstigste holen, also ihr könnt ihr einfach da ins die 8 gehen, dann Immobilien anzeigen, dann geht es hier von niedrig zu hoch, dann also mit dem Criminal Enterprise Starter Paket habt ihr eine gratis Garage dabei. Und sonst gibt es da jetzt sogar Sonderangebote mit 15.000 GTA-Dollar für eine Garage. 16, ja, also ihr kriegt wirklich günstig sogar Garagen. Und ihr müsst halt eine davon kaufen. In dieser Garage darf kein Fahrzeug drinnen stehen. Also, wenn ihr eine Garage schon habt, stellt halt die Fahrzeuge außer, so dass ihr seht, es ist da kein Fahrzeug drinnen. Da müsst ihr einmal mit ein Fahrzeug von euch einfahren, ist komplett egal, es muss an sein, mit dem ihr dann gleich eine fahrt. Als ersten Schritt müsst ihr jetzt einmal ins Internet hingehen. Jetzt tippt ihr da King ein und dann kommt da Kreditkarten. So, jetzt geht ihr da oben, sign up now. Jetzt tippt ihr den Betrag 8.000 ein. So, wenn ihr es habt, was ist hier Social Security Number und jetzt müsst ihr wichtig die Nummer 9687 eintippen. Wenn ihr es habt, druckt sie da überall auf No. So,
wenn ihr dann überall auf No geklickt habt, klickt hier. Wenn ihr es habt und bei dem Screen da seid, geht ihr einfach außen wieder. Und jetzt müsst ihr mit eurem Fahrzeug in diese Garage einfahren. So, wenn ihr in der Garage drinnen seid, geht ihr auf Optionen, geht auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, geht es aber zu Missionen. Und jetzt müsst ihr einen Job für einen Titan starten. Das ist ab Level 24. Deswegen braucht ihr ein bisschen Grundvoraussetzungen wegen diesen Level 24. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, dort heißt wayzack.official und tretet auf jeden Fall meinen Discord-Server bei. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und auf jeden Fall. Jetzt müsst ihr dort, wenn ihr im Jobscreen drin seid, auf Schwer stellen. Geht auf Einstellungen bestätigen und drückt dann auf Spielen. Startet den ganzen Job. Wenn ihr den Job gestartet habt, müsst ihr jetzt so zu einem Fahrzeug hingehen. Jetzt müsst ihr unter schneller, unter Jobliste müsst ihr jetzt hingehen und jetzt müsst ihr auf Viereck drucken oder halt unten links, ich glaube bei PC ist es Leertaste und auf Xbox ist es glaube ich X und müsst da gleichzeitig Gas geben. Wenn ihr jetzt Gas geben habt und dann auf Viereck gedruckt habt, werdet ihr nicht aus der Garage draußen sein, sondern werdet jetzt da unter Job verlassen. Jetzt steht da, bist du sicher? Dann druckt man ja. So, wenn man jetzt den Job dann verlassen hat und wieder spawnt, war es das ja schon fast mit dem Glitch. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten Schritt. Dann werdet ihr gleich sehen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in der Zwischenzeit der Wahl im Ladescreen seid, ein Like auf dieses Video da lassen könntet. Und ja, wir sagen, ich spule das Ganze ein bisschen vor. So, ihr werdet jetzt alle da spawnen. Also wenn ihr da spawnt, habt ihr alles richtig gemacht. Es kann in diesem Umkreis halt überall sein, aber wenn ihr schaut, seid ihr ziemlich nahe an die ganzen Hochhäuser da. Also da in dem Umkreis da solltet ihr spawnen. Wenn ihr es habt, dann geht es ja auch wieder auf Online. Geht es wieder auf, gibt es King ein, tut es wieder Enter drücken. So, geht es da auf. Sign up now. Und jetzt müsst ihr 15.000 GTA-Dollar eingeben. So, jetzt müsst ihr andere Social Security Number eingeben und zwar 0093. Drückt wieder Enter. Jetzt müsst ihr alles auf Yes. Bis aufs Letzte, jetzt müsst ihr auf No gehen. So, da geht es ja auf No. Jetzt geht es auf Click here to find out. So, wenn ihr es habt, geht es ja jetzt mit Dreieck direkt außen, so dass in Ahn das Internet geschlossen ist. So, wenn ihr es jetzt habt, müsst ihr nur noch ins Interaktionsmenü eingehen, geht es zu Fahrzeuge, geht es auf persönliches Fahrzeug anfordern und wenn ihr jetzt außen, also ihr dürft noch nicht schließen das Interaktionsmenü, müsst jetzt da außen, geht es jetzt aber auf Spieler hervorheben, wenn ihr auf Spieler hervorheben seid, geht es ja auf euch selbst. Und tut es auf ein und ihr seht schon oben, kriegt richtig fett Money. 8000, also circa 8000 GTA Dollar pro Sekunde, sogar ein bisschen mehr, weil es sind glaube ich sogar halbe Sekunden. Ja, also kriegst du einen Haufen Geld. Ja, deswegen macht es auf jeden Fall noch und dann sehen wir uns morgen bei einem erneuten Money Glitch wieder. Ciao.